Hallo und willkommen, ihr Lieben, zu meinem neuen Let's Play zu Final Fantasy 15. Wobei sich jetzt viele fragen werden, wieso, warum steht da Part 1, warum neu? Das ist doch noch alles gar nicht fertig. Stimmt, allerdings ist das hier jetzt die Royal Edition, wenn ihr so wollt. Ich habe mir die gekauft, obwohl ich mir das echt hätte sparen können, weil für 15 Euro hätte ich mir das Royal Pack kaufen können, als Zusatz zu meinem eigentlichen Final Fantasy 15 Spiel. Aber was soll's, habe ich 50 bezahlt und habe ein cooles Cover mit Noctis, obwohl der ja nicht unbedingt mein Favorit ist, wie man ja weiß. Egal. Ich dachte mir, ich spiele nochmal neu, weil man hier ja auch neue Sachen ins Spiel gepackt hat. Gut, man hätte sagen können, es ist immer noch nicht fertig, ich müsste es dann nochmal let's playen, wenn ich das hier fertig mache. Aber die Sachen, die da vielleicht noch dazukommen, wie in Episode Arden oder Luna Freya, ich weiß nicht, wie genau das da gemacht wird, kommt ja dann auch wieder zusätzlich. Das wird hoffentlich nicht ins Spiel gepatcht, sondern wieder als Episode, was man so einfach mal nebenbei machen kann, so für eine Stunde oder zwei, so wie bei Iggy und Gladio, was ich schon gemacht habe. Von daher fangen wir nochmal komplett von Null an, auch mit einem frischen Spielstand. Auch mit den Charakteren auf Level 1, nicht wie wie beim Anfang beim anderen LP, Stufe 81. Und ich möchte kein Tutorium. Let's go! Und so war das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Es geht schon wieder los. Ich freue mich. Ich werde, denke ich, jetzt auch mal am Stück aufnehmen. Also werde ich das dann auch zurechtschneiden. Gucken wir mal. Ich habe das schon öfter angekündigt und habe es dann doch nicht gemacht. Ich schau mal. Wie gut mein Elgato-Programm das aushält, wenn ich jetzt ein, zwei Stunden vielleicht spiele. Ich werde mir auch diesmal viel Zeit lassen, habe ich mir vorgenommen. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, um die Welt zu retten. Noctis Lucis Caelum. Kommt, Jungs! Hier geht's heiß her. Pronto Agentum! Stay down! We'll keep him busy! Nox, over here! Ignisciencia. Quickly! Before he strikes again! Und last but not least, Gladiolus Amicitia. I got your back. Here you go. Let's go. Die vier Hauptprotagonisten in diesem sehr schönen Final Fantasy. Vor dem Fall. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Alticia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing.
Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Gänsehaut! Yay! Immer wieder, egal wie oft ich das sehe. Walk tall, my son. Einfach nur geil. Wir werden uns jetzt auch mit den englischen Synchronsprechern begnügen. Ich werde das auch so lassen. Ich bin ja vollkommen zufrieden damit, ihr auch, vor allem mit Adam Crowsdale. Und ja, wie gesagt, das Deutsche finde ich nach wie vor gut. Und ja, es gibt auch Leute, die feiern die japanische Synchro, was ich nicht verstehen kann, weil für mich klingen die alle gleich irgendwie. Und nee, weiß nicht. Ja, ich verstehe auch kein Japanisch, deswegen, warum sollte ich es umstellen, wenn ich es nicht verstehe? Ich meine, gut, es gibt Untertitel, aber ich kann eher Englisch, als ich Japanisch oder leider auch Französisch kann. Aber jedem das Seine, ne? Man sollte jedem seine Meinung lassen und niemanden da irgendwie drauf festnageln. Ey, das ist aber eigentlich scheiße, das müsstest du ändern. Es ist deine Meinung, also kannst du es machen, wie du möchtest und ich mache es, wie ich es möchte. Prinz Noctis Lucis Kailum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel? Der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. In Kapitel 1 soll man schon mehr Screentime von Ignis haben. Auf der Royal Edition oder im Royal Pack, je nachdem. Oder Windows Edition, wie auch immer ihr das sehen wollt oder wo immer ihr das auch spielt. Weil man ja angeblich zu ihm nicht so die Bindung aufbauen kann wie zu Prompto und Gladio. Gut, bei Prompto kann man das recht schnell. Weil er ja später ein Gespräch hat mit Noctis über seine Gefühle und so. Aber Gladio? Eine Bindung zu Gladio? Am Anfang? Keine Ahnung. Ich finde, die kriegt man bei Gladio auch erst später. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only coast so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. Get up. Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Push! Und ich kann sogar das Auto lenken mit Ignis. Es ist so komisch irgendwie. Und wieder die schöne Version von Florence and the Machine von Stand By Me. Not exactly a fairy tale beginning, huh, Prince Noctis? We let ourselves get carried away. Oh, look! These things happen. Let's just hope this isn't some omen. Gladio, do me a favor. What? Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Saves just a breath from pushing. Come on, time to sit. Ich liebe das. Das klingt so cool. Back there. And it's my turn, Noct. His turn. Oh, my hands are killing me. You rather I kill you with mine? Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Ich werde mal stehen. Mal sehen, ob sie noch mehr sagen, wenn ich jetzt nichts mache. Way closer. I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally next door. Looks that way. On a map of the world. Bin gespannt. Ganz langsam schieben? Ja, da kommt nichts, ne? Ich
Schade. Ich dachte, hätte sein können. The world's a big old place. Filled with wonders. Tell that to my legs. You guys even pushing? Hard as I can. With everything I've got, we'll be there in no time. Ach ja, wenn man die Sachen von Ignis schon mitsprechen kann, dann weiß man, wann hat es entweder zu viel gespielt oder zu viel gehört. Wie in meinem Fall. Das ist schön. Und es wird trotzdem nie langweilig, wenn man immer noch irgendwas hört, was man noch nie gehört hat. Hey there, y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Der mit der Brille. Leider nicht. Hello, Your Highness. Congrats on your wedding. Not Hitch, just yet. Die hat immer noch die Jacke auf. Oh, Sydney. Where's groom to be? Here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Papa. Well, that makes you. Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Oh Mann, selbst ich guck der Frau auf den Ausschnitt. Das ist doch normal. Mach die Jacke zu. Now we play the waiting game. Never liked that game. Never any good at it either. Ignis, mach mal dein Hemd auf. Oder zumindest ein paar Knöpfe, dass ich was zu gucken hab bei dir. Das ist ja voll unfair hier. Wobei ich tatsächlich was erwähnen könnte, wo ich vorhin schon dabei war, von wegen jedem seine Meinung zu lassen. In englischen oder amerikanischen Gruppen über Final Fantasy habe ich wenig Stress mit Leuten. Also ich hab generell keinen Stress, nicht, dass er das falsch versteht. Aber Leute untereinander von wegen Final Fantasy 15 ist ja so schlecht und die Charaktere haben die haben nichts, die sind nichts Besonderes und keine Ahnung. Bei deutschen Gruppen ist das irgendwie furchtbar, keine Ahnung. Wenn man da einen Kommentar oder jemand hat mal gefragt, wie würdet ihr das Spiel bewerten von bis 10 Punkten? Wenn du da als Frau was Hohes bewertet hast, da kam so ein Typ an und hat gemeint, ja, warum bewerten die Frauen das wohl so hoch? Ne? Ich habe, glaube ich, 9 von 10 gegeben. Und das hat bei mir nichts damit zu tun, dass wir hier mit 4 Jungs spielen und dass ich für Ignis eine ziemliche Schwäche entwickelt habe, was ich auch nie gedacht hätte. Das ist einfach das ganze Rundrum-Paket. Ich verbinde diese ganze Geschichte hier auch mit meinen Freunden. Also, dass ich mich hier sehe mit meinen besten Freunden und jeder würde für den anderen irgendwie alles geben und für ihn sterben. Übertrieben gesagt. Ich habe auch geschrieben, hat man das damals bei Final Fantasy 2 auch gesagt, dass die Kerle das Spiel hoch bewertet haben wegen den 3 Mädels, die Hauptprotagonistinnen sind. Eher nicht, weil das Spiel nämlich auch nicht so gut weggekommen ist bis heute. Und ich feiere 10-2. Ich mag das Spiel sehr. Yuna ist meine Lieblingsfrau, Iggy mein Lieblingsmann. Ja, von daher. Völlig daneben, dass man sowas behaupten kann. Dass Frauen das nur so gut bewerten wegen 4 Jungs als Hauptprotagonisten. Das ist Schwachsinn. Absolut. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Hey, y'all. Ich komme mit ihrem Akzent einfach nicht klar. Navikarte. In der Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Genau, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist
Das hier. Whoa, they got Ebony out here. Oh, Ignis is gonna flip. Wait, what's a gill? Nee, das zeige ich euch nachher. Stimmt, ich will die Jungs da auch noch umziehen. Na, Iggy, machst wieder einen auf Model mit dem Fuß da oben. Das macht der Kerl immer hier. Nee, das wollte ich gar nicht. Bleibst du da stehen? Leute, das müsst ihr mir einfach verzeihen. Ich werde mich in dem Punkt nie ändern. Kopf hoch. Iggy? Aber hast du den Kopf unten? Na egal. Prompto, was los? Haben wir kein Geld? I got a feeling our money's no good here, Nacht. Bet you Ignis came prepared, though. Let's ask him. Enough for room and board. Iggy, was ist Gil? A moment, Nacht. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer with Cindy. Broken down and flat broke. Adding insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. Yeah. Let's pay him a visit. Ja, sperrt ihn ein, dass er nicht wegkommt. Gute Idee. Danke. Hihi. Okay, ich zeige euch das gleich. Ich gehe erstmal hier in meinen Rundgang. Ich werde mir in dem Spiel auch diesmal sehr viel Zeit lassen, um wirklich so viel wie möglich zu triggern. An Soundsamples, die gemacht wurden. Auch da gibt es ein paar neue Sachen. Moment, prompto Moment. Lass mich erklären. Es sind Sachen dazugekommen. Da kann ich euch nachher, wenn wir ein bisschen Geld haben, mal schon mal was zeigen. Auch die Charakteränderung im Kampf ist ja auch vor ein paar Monaten als Update gekommen. Was heißt vor ein paar Monaten? Das ist eigentlich ziemlich aktuell. Und ja. Und halt, ich glaube, 2 bis 3 Stunden mehr Story gibt es in diesem Royal Pack. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, wir gehen erstmal zu Tucker rein. Das wollte ich, ne? So kommt er, glaube ich. Takas Boxenstopp, das schärfste Jambalaya in ganz Luzis, wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen. I wonder what sort of meat they use here. Doesn't matter, as long as it tastes good. Ich denke da permanent an Mummy's Alive. Weil es da so eine Szene gibt, wo Nefertina oder wo Ra's ankommt aus dem Laden. Ich wüsste zu gern, welcher Teil des Hühnchens das Nugget ist. Da sagt Nefertina, ist egal, Hauptsache es schmeckt. Ja, stimmt. Oh. Have a look at this, Nacht. What about it? Das Bild hat er nicht gemeint. Er meinte das hier hinten. Iggy, willst du hier rein? Komm her, Schatz. So süß kann Gemüse sein. Gelee aus 100% her, heimischen Tomaten. Looks perfectly palatable from where I stand. Not in that color, it doesn't. Ja, Adam Crowsdale ist ja Vegetarier. Iggy ist es, glaube ich, nicht. Der isst auch Fleisch. Doch, im Spiel auch. Zu Adam passt es, zu Iggy weniger. Aber der mag halt Gemüse, ne? Ich bin da wie Noctis. Ich mag gar kein Gemüse. Welcome. That was about a bite to eat. So, wir wollen jetzt erstmal ein paar Daten holen. Ich werde auch versuchen, jede Refugien mitzunehmen. Also einfach mal irgendwo pennen gehen, auch wenn ich es eigentlich gar nicht müsste. Nur um bestimmte Sachen zu bekommen oder halt auszulösen. Genau wie die Zutaten, die ich mitnehmen will, eben um Ignis Rezepte zu finden. Also ich werde mir sehr viel Zeit lassen. Das kann ich gerade nicht machen, weil wir kein Geld haben. Und die Jagdaufträge, genau. Das lese ich jetzt nicht vor. Die nehme ich einfach mal an. You boys are a brave bunch. Das ist Stufe 2, das ist ein Witz. Appreciate it. You boys are a brave bunch. Take care. You boys. So, jetzt möchte ich erstmal Waffen ändern. Genau, das muss ich auch noch erklären.
Nee, nicht hier. In der Galerie. Gibt es seit ein paar Monaten, mit einem Update kam das Bestarium dazu, wo man halt aus jeder Region, in der man ist, sehen kann, welche Monster da sind, wenn man sie halt mal gesehen hat oder bekämpft hat, je nachdem. Dann Persönlichkeiten, das ist nämlich neu. Hier findest du Infos zu den Menschen, denen du bisher begegnet bist. Sieh dir Bilder von ihnen an und erfahre mehr über ihre Hintergrundgeschichten. Einige Einträge werden unter Umständen erst im Verlauf der Story freigeschaltet. Genau, dann gibt es dann mehr. Das hatte ich mir schon in meinem Hauptspiel mal durchgelesen. Da gab es dann zum Schluss hin 3 Seiten. Mittlerweile, also im Moment ist es nur eine. Luna Freya, von der haben wir am Anfang mal was gesehen. Und das Archiv. Informationen und Fundstücke, die du auf deiner Reise findest, werden hier gespeichert. Du kannst jederzeit nachlesen. Und das war eben das, was ich draußen gesehen habe. Was ich vorhin einsammeln wollte, wo Prompto dann ankam. Was ist ein Gil? Das mit den Charakteren kann ich ja mal bei Zeiten vorlesen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Oder ich kann es mal zeigen, dann... Keine Ahnung. Könnt ihr entscheiden, vielleicht, wenn das jemand überhaupt will, dass ich es vorlese, dann kann ich mal schauen. So, ich sammle es erstmal ein und dann wechsle ich noch meine Klamotten. Das wollte ich ja eigentlich eben auch machen. Das ist zum Beispiel das erste. Hammerhead. So, und das ist jetzt im Archiv. So, Ausrüstung. Ah, die Klinge hier gab es auch neu mit dem Royal Pack. Ist zwar irgendwie die gleiche wie hier. Ist die von Lightning, die Sturmklinge, aber die ist jetzt irgendwie im anderen Design. Es erhöht die Verteidigung. Ist dasselbe wie das andere. Es hat nur einen Angriffspunkt mehr. Was soll denn das? Kriegst du noch das? Das bekommt dann Ignis. Da kommt dann Zauber rein. Ich möchte mal Zauber tatsächlich benutzen. Er bekommt das Katana aus seiner Episode. Hm. Das Outfit bekommt er wieder, nein, die Königstracht ohne Jacke, weil die unbegrenzte Ausdauer bringt. Also ich kann rennen, so viel ich will. Ach du Scheiße. Gewagtes Outfit für die ultimative Bewegungsfreiheit, ja, wenn man umherum nichts anhat. Der Oberkörper ist ungeschützt, wodurch die Vitalität gesenkt wird. Die Sinne sind jedoch geschärft, was die Fundrate für Gegenstände erhöht. So ein Schwachsinn. Ich will, dass Gladio gestärkt ist. Erhöht alle offensiven Statuswerte, genau. Ignis bekommt die Elementardolch, obwohl die Selinquedeas sind die von Zidane aus Final Fantasy IX. Die sind aber halt schwächer, ne? Das Heft dieser Dolche enthält Schutztalismane, die im Kampf aktiviert werden und partiellen Schutz vor Feuer, Eis und Blitzschaden gewähren. Wenn man denn solche Gegner hat, ist das ja ganz gut. So, und das bekommt er auch noch. Accessoire. Hm. Schutz vor Angriffen und elementaren Statuswänderungen. Das Outfit ist an ihm einfach am schönsten, deswegen. Bei dir habe ich keine bessere Waffe, das ist doof. Ich kann ihm auch nichts geben, weil er armer Prompto. Nehmen wir das mal und etwas, das seine Verteidigung vielleicht stärkt. Habe ich nicht. Prompto ist halt mit Abstand der Schwächste, ne? Das ist leider so. Ich habe auch keine Waffen für ihn. Ich habe seine Episode noch nicht gespielt. Da gibt es bestimmt noch was, was ich ihm hätte geben können. Nun gut. Hey, ich muss erstmal mit Sydney reden, ne? Wegen dem Geld. Genau, da war ja was.
she ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? We're strapped for cash. Any way we could earn a little? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Old man's got his eye on you, Nacht. Show him what you got. 10 FP, das ist gut. But don't go running around after dark. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here, this ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Gibt uns gleich 1000 Gil. 15 hätten gereicht. Ich muss nur 15 bezahlen, wenn ich da in dem Wohnwagen pinnen will. So, jetzt gehen wir noch essen. Und ich wollte prompt so den Ring mal anlegen, den Sydney uns gerade gegeben hat. Ein paar LP mehr. Das ist halt auch nicht so das Wahre, ne? Naja, gut. Der Junge hat keine Verteidigung, der hat nix. Das ist leider doof. Hey, did you hear? Folk have been going missing near the old mine. It's just y'all. Hat der Angst oder so? Order away. So, ihr solltet gleich was von Ignis hören, was man vorher nicht gehört hat. Coming right up. Oh yeah, here it comes. I dare say, I could make this at camp. Er hat nämlich vorher nie was gesagt, wenn er hier was gelernt hat. Er hat einfach, es kam einfach die Meldung, er hat es aufgeschrieben, fertig. Das Soundsample von Adam ist auch nur dazu gekommen. Da frage ich mich, warum jetzt? Hätte man das nicht vorher ins Spiel einbauen können, schon von Anfang an? Y'all be sure not to overeat. Die haben das doch alles eingesprochen. Warum kommt das jetzt erst dazu? Es ist doch nicht neu gemacht worden. Prompto, geh mal. So, dann kümmern wir uns mal um die Aufgabe von Sydney. Looks like we found our first targets. Ready, Nacht? Natürlich. Ready when you are. You got all those arms at your disposal? Use them! They've no idea what they're up against. You said it. Excellent work. On we go. On we go. Ganz genau. Mit dem Schwert des Noctis ist halt OP, ne? Das Tharion-Schwert ist am Anfang schon ziemlich stark. Ich nehme mir das mal weg. Reicht ja, wenn Gladio vor allem ziemlich stark ist, dann gebe ich ihm die Sturmklinge von Lightning. Warum triffst denn du nicht? Haven't you ever heard? The best offense is a good defense. That was hard. It takes two. Pronto! Here goes! Gotta love it! This one's just... Oh, man! Keep it together! Iggy! You're on fire today! Oh. Iggy! We'll be done in no time. Shiny so. Iggy, you're on fire today! With it. So, where are we headed anyway? Nowhere until the repairs are done. Then we head for Golden Key. And after that, we hop a boat, and before you know it, lover boy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Lover boy.
Das ist für mich eher prompt oder später. Mein Doktor, das macht mir nicht den Eindruck, als wäre er verliebt in Luna Freyr. Naja. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Napping was even better. Darf ich jetzt, danke. Hey! Halt aufs Maul. Let's clean him up quick. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert, Junge. We're on the same page. Yeah. Oh, ich bin zu blöd zum Blocken. You're out. Brilliant. No big deal. Die Stachel brauche ich tatsächlich. Vielleicht farme ich die auch. Mission complete. Who could this be? Hello? Hey, it's Cindy. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, because I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack? Oh, got it. We'll take a look. So, what did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Okay, und ich werde doch nicht am Stück aufnehmen. Es passt einfach nicht zu mir, ich weiß nicht. Ich bin da... Keine Ahnung, warum ich es nicht mache. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy XV, der Royal Edition. So nenne ich das jetzt mal. Bis dann.